Willkommen zu dem dieswöchigen Update von Star Stable. Diesmal sind die Ställe reingekommen und ein paar Weihnachtsstände. Jetzt erzähle ich erstmal mehr über die Weihnachtsstände, dass ich den Stall, nachher etwas Zeit mehr für den Stall habe, sag ich so. Ja, es ist halt Zeit für Weihnachten. Alles versinkt wieder im Chaos. Es sind wieder Stände da, habe ich in Silverkleid schon geguckt. Da seht ihr auch, ich habe schon diesen Mantel gekauft, die Handschuhe und diese Gamaschen. Diese Tasche ist mit einem Gutscheincode. Es kann sein, dass ich ihn einblende. Es kann sein, dass ich ihn auch nicht einblende. Also, wenn ihr ihn unbedingt eingeblendet haben wollt, blende ich ihn euch im nächsten Video ein, das dann am Donnerstag kommt. Ja, irgendwas will ich noch. Ja, die Hose habe ich am Dienstag gekauft. Ja. Am Dienstag. Bringt voll was, wenn ich am Dienstag was kaufe, wenn am Mittwoch gleich wieder ein Update rauskommt, ja? Ja, dann ja die Weihnachtsstände. Man kann auch wieder mit diesen drei Geschenken, die man dann eingesammelt hat durch Weihnachtsquest, kann man dann wieder Geschenke bekommen. Ja, es gibt auch neue Pferdeausrüstung fürs Pferd, nämlich zwei neue Zügel und zwei neue Sättel, nämlich ein rot-blaues Set, rot-blau-schwarz und ein türkis-blau, dunkelblau, braun, Set, ja. Hier bei dem lieben John kann man sich die Erweiterung des Stalls kaufen. Das brauche ich jetzt aber nicht. Und jetzt gehen wir erstmal in den Stall. Eins kann ich euch schon verraten. Es gibt Namensschilder und darüber bin ich so froh. Oh Mann, du betrittst deinen Stall. Ich bin halt so froh. Yay. Willkommen in deinem neuen Stall. Willkommen in deinem neuen Stall. Du kannst deine Pferde in deine neue Box stellen, wo du sie leicht erreichen kannst. Wenn du keine freien Boxen in deinem Stall mehr hast, werden die übrigen Pferde in dein Inventar platziert. Okay. Es gibt viele verschiedene Boxen und jede kann dein Pferd zugewiesen werden. Befolge diese Anleitung, um eine Box zu aktivieren. Gehe zur Box, klicke auf das Schild mit dem Namen der Box. Dadurch wird dein Inventar geöffnet und du kannst auswählen, welches Pferd du in dieser Box platzieren möchtest. Du hast außerdem die Möglichkeit, deinen Stall zu erweitern, indem du ein Upgrade durchführst. Jedes neue Upgrade-Level bringt mehr Boxen, mehr Platz und so weiter. Sprich mit John, um ein Upgrade deines Stalls durchzuführen. John steht vor deinem Stall. Haben wir schon gesehen. Mit dem Hilfemenü neben der Karte findest du mehr Informationen zum Stall und dazu, wie hier alles funktioniert. Okay, jetzt sind wir mal hier im Stall mit Weihnachtsklamotten. Ach so, hier. Die stehen schon so perfekt drin. Flamesaw, mein Süßer, steht da. Bin ich jetzt nicht so zufrieden mit der Reihenfolge. Ja, hier. Hier hast du die Möglichkeit, deine Pferde auszuwählen, die in deinem Stall stehen sollen. Du kannst ein Pferd von deinem Inventar in deinen Stall verschieben, indem du das Pferdesymbol zum Feld dieser Box ziehst und dort loslässt. Im Hilfemenü, ja, okay, jetzt haben wir schon gelesen. Hier, wir ziehen jetzt mal hier rein. Sorry, Großer. Und dann, weil ich mag die beiden gewechselt haben. Da kommt jetzt Echtblass rein. Da bin ich zufrieden. Großer, ne, weil du bist mein erstes Pferd. Ich mache jetzt so irgendwie nach Reihenfolge. Und hier kommt die süße Flamey rein. Mit den beiden, die sind auch vertauscht worden. Es gibt. Jetzt habe ich Tür aufgemacht, ne? Ist auch richtig toll. Ich wollte nicht aufs Namensschild gucken. Draggy, du wolltest auch vertauschen, ne? Ich schicke dich jetzt nicht gerne auf die Pferdeinsel. Du bist auch nicht auf der Pferdeinsel. Wir sagen mal so, kurz, ihr habt Stall gewechselt, ja? Ja, Dragonjoy. Sorry, Leute, ich wurde kurz rausgeschmissen. Deswegen war hier gerade vielleicht ein kleiner, kurzer Bug. Kleiner, kurzer Cut. Ich sag schon Bug, ne? Yeah, Bug. Ja, jetzt sind die Pferde auch richtig sortiert. Ihr Süßen, ihr seid jetzt richtig sortiert. Ja, und jetzt wissen wir auch, wo die Boxen noch nicht sind. Nämlich da hinten kommen noch 6. Oder hier, also hier 3 und hier 3 hin. Dann die Zimmer können wir uns ja mal angucken. Zimmer reingucken. Wir können hier nichts benutzen, deswegen gehe ich jetzt auch noch nicht rein. Bringt ja nichts. Hier können wir auch nichts benutzen, das sieht nur etwas schön aus, aber benutzen können wir nichts. Hier können wir unseren Wassereimer auffüllen, ein kleines Päuschen machen. Ich freue mich, ob wir uns da hinsetzen können. Hopp, testen wir jetzt mal schnell.
ist ja, sind ja Update Nusch. Nusch. Ja, wir können uns dort hinsetzen. Das finde ich schon mal gut. Das ist nicht mehr so auf dem fettesten. Also großer, ich würde sagen Stein, große. Ich würde sagen, Steine werden hier nicht gegessen, ne? Nicht gegessen, ne? Und sorry, dass ich vielleicht heute etwas spät komme. Hier Stallhilfe. Also hier ist wieder das hier. Aber die Pferde sind schon gut sortiert, so wie es aus. Der Stall ist auch. Der Stall, ne? Der Stall ist so geblieben. Nee, der Schrank ist so geblieben, wie er davor war. Und dann mache ich jetzt. Nee, das behalte ich lieber. Das mache ich alle. Hallo? Oh Mann, ich hasse sowas. Ja, ja, so. Das passiert mir öfters mal. Hier kann man leider nichts, glaube ich, machen. Ja, aber kann ich jetzt. Mann, mein Inventar backt gerade. Sorry, Leute. Ja, da kommt auch einmal aufwärmen und duschen. Da kann leider nichts passieren. Das finde ich etwas schade. Ich hätte mich richtig gefreut. Mann, mein scheiß Inventar. Ja. Alles ist eigentlich hier sehr schön. Ich finde das Update im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut. Und ja. Ich gucke halt jetzt nochmal, ob ich was vergessen habe. Ja, also es gibt ja jetzt die Pferdeinsel, wurde jetzt abgeschafft. Man kann sein Pferd so oft man will halt auf diese Weide stellen. Ich finde nur schade, dass man da nicht sieht, wie man, wie bei der Pferdeinsel, wie das Pferd dorthin gekommen ist. Ja, der John hilft uns wegen den Upgrades. Und um den Stall auszubauen, braucht ihr Level 5. Könnt auch, also Gratis-Spieler und Star Rider ab Level 5 können das kaufen. So normal kann man in einem Stall 12 Pferde haben, ohne Renovierung, sag ich mal so. Mit Renovieren kann man 18 Boxen haben. Halt 17 mit dem Pferd, wo du reitest noch. Ich guck gerade, ob ich noch was vergessen habe. Ja, ich guck gerade. Nimm mal hier alles. Ihr habt ja gesehen, diese Pferdeinsel, wie ich das so mache und so. Jetzt geht mein Inventar wieder auf einmal, ne? Ja. Und ich finde die Satteltasche auch etwas schön, die von dem Gutscheincode. Vielleicht blende ich ihn euch ein, weil ich muss das Video eh schneiden. Und mein Inventar backt so hart. Ja, okay, egal. Ja, und hier, das sind meine vier großen. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal nur nicht zu erweitern. Das heißt, werdet ihr mal in einer anderen Folge sehen oder so, wie ich ihn erweitere. Ich sag mal, wenn ich ihn, die nicht mehr reite, kommt sie hier hin. Wie süß. Ja. Aber, ja, hier steht sie jetzt eigentlich, ja. Man kann, was ich auch gut finde, mit dem Pferd, egal welches man jetzt reitet, kann man in irgendeine Box reiten. Und dort kann ich dann das Pferd pflegen. Ich frage mich gerade nur, warum Love Jet schon gepflegt ist. Ich habe es heute nicht gepflegt. Ich habe auch keine Stallhilfe. Ja, das finde ich jetzt schon schön gemacht. Ich hoffe, ob meine anderen Pferde auch sind alle gepflegt, ja. Kann ich es auch wieder zumachen? Das wäre cool. Mann, hallo. Nein, okay. Das heißt, wenn ich sie jetzt aufmache, kann ich nicht mal zumachen, oder wie? Schlau gemacht. Ja, ich war hier jetzt eigentlich... Netzwerkfeder! Ja, toll, Leute. Die Updates waren ja eh zu Ende und dann beende ich auch hier die Update.